Den ersten Input bekommen wir von Ruby Hambron. Ruby ist indigene Kultur, Dokumentarin und Verlegerin aus Indien. Sie ist Gründerin von Adivani, was so viel heißt wie erste Stimme und für ja, eine Organisation, eine Plattform ist, die für die Verteidigung indigener Rechte einsteht. Und sie ist auch Mitgründerin von Learn to Change, einem globalen Netzwerk von Bildungsaktivistinnen, was hier in Niedersachsen auch zu Hause ist und mit dem sie seit 2014 in Kontakt steht. Und wir freuen uns total, dass Ruby zum Anlass genommen hat, eben auch diesen Slogan von Weltwechsel aufzunehmen, nämlich wenn nicht jetzt, wann dann? Und sich das nochmal aus ihrer Perspektive angeschaut hat und ein paar sehr, sehr wichtige Aspekte benennt, die auch ja, viel mit der aktuellen Situation zusammenhängen, aber auch ja, eigentlich auf eine globale Krise nochmal aufmerksam macht. Und ich freue mich total, dass sie heute mit dabei sein kann, zumindest in Videoform. Und genau. When, if not now. If the Sustainable Development Goals were a person and this question was asked of it, how would it respond? It would probably say my now ends in 2030. Now is an extended time frame of action that still has 10 years to show results. Now signals a sense of urgency spread across 15 years in the past and 10 into the future. And if we were to decode the Millennium Development Goals as a contributing continuity, we'd have to add another 15 years to it. How does that make us feel? A now that has practically extended over a collective 30 years already, and it is not accountable to us for at least another 10 years. Our sense of what the now entails since the start of this pandemic year has altered. We've been confronted by an emergency that quickly showed us that this calamity wasn't a health crisis alone. A crisis of this magnitude isn't one in isolation. And no matter how relieved placing blame on bats or pangolins makes us feel, the real onus is on us, human action, allowing for a virus festered in animals to be transmittable to humans because of degraded habitats and biodiversity that we are responsible for. A medicine, a vaccine, an antidote is not going to fix the fractures in our socioeconomic administrative systems that can't handle medical tragedies, nor be responsible for the collateral unaccountable damages to lives and livelihoods that has been a byproduct of this tragedy. This, more than anything, is an emergency of uncertainty, and the pandemic becomes an unprompted monitoring and evaluation of the Sustainable Development Goals. The total of 169 targets spread across the 17 goals was set to acknowledge and address inequality. These frameworks of action, as powerful, well-meaning as possible in their articulations, also point to certain sections of populations as the problem for this imbalance in society and the world. For example, when Sustainable Development Goal 1 aspires for no poverty, this clearly attacks people who are poor and not the mechanisms that propel poverty and create unequal economic societies. Then, when Sustainable Development Goal 4 aspires for quality education, you're attacking the illiterates, not the systems that leave out many from attaining a basic education. Imagine being poor and illiterate. You are made to feel you're the cause of all the problems in the world. Therein lies one of the concerns with the SDGs, the words used to frame the goals. We do need new narratives. We need to change our vocabulary. How about instead of no poverty, we use end capitalism or end wealth accumulation in a few hands? How about instead of quality education, we say honor traditional knowledge systems or learn from lived wisdom and experiences also? Naming the problem in the agenda is recognizing it exists, but we also need to point to the roots of the problem. Who are the biggest drivers of global poverty? Do we have the guts to call out the global financial institutions, bilateral trade systems, and the neoliberal global markets that instead of serving everyone equally, exploit the poor and marginalized?
when the richest 1% own half of the world's total private wealth, the socioeconomic order of the world will always be disproportionately positioned. The people setting and reviewing the sustainable development goals aren't the ones who struggle to make ends meet, aren't the ones facing homelessness, displacement, or hunger. Instead, they have an education and the professional credentials that make them qualify to sit at these conferences and dictate terms. This is nothing but a mockery of everyday people, mostly the underprivileged, who carry the burden of waiting for justice promised by the Sustainable Development Goals and have waited 30 years at least since before the Millennium Development Goals, and the pandemic has just exposed these foundational cracks. If I asked you to think of an imagery representative of the pandemic, your answers would probably be of face masks, lockdowns, food and material hoarding, singing from balconies, understaffed and overcrowded hospitals, death, coffins, and solitary burials, among others. In India, the most striking image is of the exodus of working class populations from mega cities to their rural homes, caught unawares by the unplanned lockdown, driven away by employers and landlords, and with no public transport available, had to set off on foot. Hours turned to days, hunger, thirst, no rest, respite and shelter, nor sturdy footwear accentuated their vulnerability. Despair and non-COVID death engulfed some of them in their escape from destitution. This imagery is illustrative of a government abandoning its people when crisis hit. This also translates to a government forsaking its commitment to the Sustainable Development Goals and not having to be answerable to anyone for doing so. This is emblematic of what the Sustainable Development Goals are, demonstrating how all 17 goals are linked, showing the entwined cycle of inequality. Being poor means having limited economic resources, leading to a lack of social insurance to even secure a basic living standard, thrusting the poor into unsustainable lifeways. And in a pandemic, these vulnerable sections are the first to bear the brunt of the effects and consequences of this calamity. The Sustainable Development Goals are a non-binding agreement, yet they are central to our conversations about transformative justice because they embody the only component that helps us make sense of this ever-changing, sometimes out of control, climate-constrained, pandemic-hit existence, hope. Hope is reassuring and allows us to dream out of a miserable existence. Yet today, I challenge you to momentarily turn your focus away from hope to the hopeless. I want us to pause from the hurry in wanting to move on. I want us to retreat from thinking and talking about hopefulness, but immerse ourselves instead in the gloom of our times. I want us to confront our fears and pessimism. I want us to feel vulnerable, helpless, imbibe sorrow, pain, regret, and allow ourselves to cry. I want us to slow down and absorb the doom. I want us to mourn, reconcile with loss by grieving. Sustainable development goals for me are foremost about dignity, regaining our humanity by experiencing the expanse of our emotions, by conceding to the fact that we don't have the answers to everything, nor are in control of everything, and this allows for a more truthful, empathetic grounding in action. We have to acknowledge human frailty and our coming undone. This can happen only when we embrace the desolation of this pandemic year. Uncertainty demands to be felt, not masked by optimism that often prevents us from going to the roots of the problems, humanitarian and otherwise. In our programmed minds of immediate action for solutions, we don't embody the problems and even deliberating how to, when you have not faced the loss, the deprivation, the disempowerment yourself. If sustainable development goals is the responsibility of governments and its agencies, how can civil society and individuals become partners in this?
We can, by rendering SDG into safeguarding defendable goals. We have to inflame ourselves to interpret the goals to mean something that we are stirred to endorse, defend, and safeguard. Actions that are grounded in convictions that move, agitate, trouble you are the ones that you would commit to unflinchingly. The lessons of the pandemic are that our now is not a privilege, but a responsibility and accountability towards sustainable living and lifeways, with the reminder of the very looming uncertainty all around us. Uncertainty demands surrendering to the unknown, surrendering to the unknowable. When, if not now? Wir würden jetzt einsteigen und in die Podiumsdiskussion gehen. Und zwar wird das folgendermaßen laufen. Wir werden gleich so ganz kurze Eingangsstatements haben, wo unsere Podiumsteilnehmerinnen nochmal erzählen, was eigentlich dieser Input auch von Ruby für sie persönlich und auch auf ihrer, in ihrer Arbeit bedeutet. Und dann werden wir die Diskussion auf dem digitalen Podium fortsetzen. Das heißt, unsere Diskutantinnen werden miteinander diskutieren, aber eben auch mit euch. Also ihr könnt total gerne, wie gesagt, Fragen in den Chat posten oder euch melden, sodass wir euch dann auch dran nehmen können. Und dann wird es nochmal ein kurzes Abschlussstatement geben vom Podium. Und genau, das erstmal so ganz grob zum Ablauf. Jetzt die große Frage, ja, wer sitzt denn eigentlich auf dem Podium? Ihr konntet es bisher noch nicht sehen, ich weiß es schon. Ihr wisst es vielleicht auch, wenn ihr ins Programmheft geguckt habt, sonst aber auch nicht. Und als erstes möchte ich Friederike Habermann begrüßen auf dem Podium. Vielleicht hast du Lust, einmal kurz zu winken, damit Leute dich sehen. Genau. Friederike Habermann ist Ökonomin und Historikerin, hat zum Homo economicus und dem anderen promoviert und hat eben da auch schon den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und anderen Verhältnissen dargestellt und genau, sich damit beschäftigt, was ja auch so ein bisschen anknüpft an das, was Ruby gerade formuliert hat. Sie hat mittlerweile 7 Bücher veröffentlicht, dazu auch 1 zur Globalisierungsbewegung, die sie seit Mitte der 90er Jahre auch mit aufbaut. Und genau, das Buch heißt Geschichte wird gemacht. Und sie hat auch einen Bezug zu Indien und war dort mehrfach unterwegs und genau, hat dort Kontakt zu sozialen Bewegungen und genau, das erstmal. Schön, dass du dabei bist, wir freuen uns sehr. Dann haben wir noch Miriam Winzer auf dem Podium. Vielleicht magst du auch ganz kurz mal winken. Ich muss dich jetzt hier auch mal suchen in meiner Liste. Du bist auf der Seite 2 bei mir. Schön, dass du da bist. Genau. Miriam ist Umweltwissenschaftlerin, ist Koordinatorin im Jugendumweltnetzwerk Janun. Und koordiniert dort das deutschbürgerische Bildungsprojekt Econa, was zu nachhaltiger Ernährung arbeitet. Ehrenamtlich ist sie bei Youth for Environment and Sustainable Development Malawi unterwegs und setzt sich da vor allem mit Freundinnen für Klimagerechtigkeit ein. Und Miriam hat gestern auch schon eine Veranstaltung gemacht und kann uns da vielleicht auch schon erste Einblicke geben. Schön, dass du dabei bist. Genau. Als dritte Podiumsteilnehmerin haben wir Karin Beckedorf auf dem Podium. Sie ist Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf sozialpsychologische Prozesse und soziale Bewegung. Ist seit 1999 mit dem VEN verbunden, hat Projekte zu Landgrabbing gemacht, zu Fleischexporten aus Europa und ihre die Auswirkungen Länder des globalen Südens. Seit 2013 ist sie Geschäftsführerin im VEN und ihre Leidenschaft ist eigentlich eben genau das zu tun, was hier auch gerade passiert, nämlich ja, beim Ausbau zivilgesellschaftlicher Strukturen zu unterstützen und so auch Veränderungen in Gesellschaft zu bringen. Genau, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns sehr. Und ich würde zuallererst Friederike bitten, uns einen Einblick zu geben, was du so denkst. Also die Aussagen von Ruby waren ja doch sehr eindrücklich auch und haben auch eine gewisse Dringlichkeit dargestellt. Da würde ich dich gerne fragen, was so die Aussagen von ihr eigentlich für deine Arbeit so bedeuten. Ja, danke. Ja, ich finde, dass Ruby Hambron das Kernproblem anspricht, wenn sie auch sagt,
Die Menschen, die die globalen Nachhaltigkeitsziele festlegen und überprüfen, sind nicht diejenigen, die sich schwer tun, über die Runden zu kommen, nicht diejenigen, die mit Obdachlosigkeit, Vertreibung oder Hunger zu kämpfen haben. Die Sustainable Development Goals sind ja schon auch Teil eines Verständnisses von Global Governance, was in den 90er Jahren nach dem Kalten Krieg dann groß geworden ist, wo eben die Philosophie herrscht, alle setzen sich an den runden Tisch, alle reden miteinander und suchen nach Lösungen. Das ist absolut gut gemeint, das hat auch durchaus Fortschritte gebracht, aber es geht da drin so ein bisschen unter, dass Menschen einfach dazu tendieren, an Privilegien festzuhalten. Die Tatsache, dass immer noch und seit ich denken kann, zigtausend von Menschen jeden Tag verhungern, könnte uns so ein bisschen daran zweifeln lassen, ob das so gut funktioniert, wo wir doch gerade feststellen, wenn es Menschen trifft, die uns näher sind, wo wir das nicht für so selbstverständlich hinzunehmen gelernt haben, dass die Welt durchaus fähig ist, radikale Maßnahmen einzuleiten. Zumal es gibt immer wieder Berechnungen, ich kann jetzt gar nicht die Zahl sagen, weil es mich nicht so sehr interessiert, aber ein Bruchteil der Rettungspakete würde natürlich finanziell ausreichen, Hungernde zu ernähren. Allein das Essen, was in Europa weggeschmissen wird, würde ausreichen, Hungernde zu ernähren. Dass das nicht gemacht wird, ist ja nicht, weil Menschen böse sind, sondern weil das Problem vielleicht doch ein bisschen grundsätzlicher ist. Und auch das, sagte Ruby Hambron, wenn sie sagt, die Benennung der Probleme in der Agenda 2030 bedeutet das Anerkennen ihrer. Aber wir müssen auch auf die Wurzeln der Probleme hinweisen. Und wenn sie sagt, wie wäre es statt von keiner Armut, von keinem Kapitalismus zu sprechen. Mich erinnert das so ein bisschen, wie als ich in Indien war oder später auch in Afrika, dann kommt ein bettelndes Kind. Und aus meinem Reiseführer hatte ich damals gelernt, man soll denen kein Geld geben, weil die Alternative wäre, sie würden ja zur Schule gehen und so würden die Eltern sie nicht zur Schule schicken. Wenn dieses Kind wirklich zu mir wie zu einer Gleichberechtigten sprechen würde, dann würde das Kind wahrscheinlich sagen, erstens sind meine Eltern tot, weil ich AIDS-weise bin. Zweitens weißt du besser als ich um die beschissenen Terms of Trade zwischen unseren Ländern. Und drittens bist du eine blöde Nuss. Das kann sie nicht. Und genau dieses Verhältnis drückt sich aus, wenn zwar gute Ziele vereinbart werden, aber nicht wirklich von den Privilegien losgelassen wird. Das letzte Mal war ich 2009 in Indien und ich bin deportiert worden. Wegen meiner Kontakte zur sozialen Bewegung, übrigens auch durchaus zu Adivasi. Und stattdessen konnte ich dann nach Kopenhagen fahren. Wir waren eine Karawane von 50 Menschen aus Basisbewegungen, also die anderen aus Basisbewegungen aus dem globalen Süden zum großen Teil. Und Kopenhagen war das erste Mal, dass das 2-Grad-Ziel festgehalten wurde. Und wenn damals aufgeteilt worden wäre, wie viel CO2-Emissionen noch ausgeschüttet werden können für das 2-Grad-Ziel und auf pro Kopf weltweit verteilt worden wäre, dann hätte Deutschland jetzt schon alles verpulvert. Das nur als kleine Illustration, dass es eben nicht von Privilegien losgelassen wird, weil wir uns nicht vorstellen können, uns wirklich der Dramatik der Situation zu stellen. Ja, vielen Dank dir, Friederike, erstmal für diesen Einblick. Da können wir sicherlich gleich auch nochmal anknüpfen. Und genau, ich finde es auch total spannend, dass Ruby eben so stark auf dieses Konzept der Verantwortung ja in dem Kontext auch verwiesen hat am Ende. Genau, und da würde ich total gerne nochmal wissen, Miriam, wie ist es bei dir? Was hat bei dir so resoniert? Genau, was bedeuten so die Aussagen von Ruby in deiner Arbeit? Ja, ich fand es auf jeden Fall einen sehr eindrücklichen Beitrag von Ruby. Und ein Aspekt, den Friederike gerade auch schon aufgegriffen hat, da möchte ich auch nochmal anknüpfen. Und zwar daran, dass eben nicht einzelne Eigenschaften von Individuen, zum Beispiel, dass sie arm sind, Hauptziel und Angelpunkt von Änderung sein sollten, sondern das System. Das ist das, was gerade irgendwie für mein Verständnis auch in diesen ganzen aktivistischen Bewegungen, wenn von System Change geredet wird, drin steckt.
Und ich glaube, eigentlich bieten die SDGs dafür eine gute Chance für so einen System Change, da eben alle Länder und Gruppen angesprochen werden und nicht wie bei den Millennium Development Goals davor nur manche Länder, manche Bevölkerungsgruppen mit manchen Merkmalen, sondern alle sind gemeint. Aber Ruby hat es ja auch schon selber gesagt, diejenigen, die vom System profitieren, schreiben die SDGs, weil sie eben die Ausbildung haben, die Privilegien haben und dadurch eben entsprechend auch die Macht haben, diese globalen Ziele mitzugestalten. Und ich glaube, selbst wenn der Wille zur echter Veränderung da ist, und ich denke, der ist bei vielen Leuten da, auch die an den SDGs mitgearbeitet haben, dann hat man trotzdem die eine Sichtweise und Brille auf, die man eben selber kennt. Und das ist eben das, die Position, in der ich mich befinde, eine grundsätzlich gute ist und alle anderen zu meiner Position hinkommen sollten. Und ich habe dann vielleicht gar nicht so sehr im Blick, dass es auch andere Wege gibt, die gut sein könnten und andere Auslegungen und Ausprägungen von dem Ziel, wie auch Ruby schon gesagt hat, zum Beispiel, dass traditionelle Wissenssysteme und Indigenous Knowledge irgendwie halt genauso wichtig sein können oder sogar noch wichtiger sein können als irgendwie bestimmte Wissenssysteme, die zum Beispiel jetzt in Deutschland wichtig sind. Genau, und ich glaube, damit man das so ein bisschen überkommen kann, ist es eben total wichtig, viele Menschen einzubeziehen und nicht nur einzubeziehen, sondern eben auch die eigenen Privilegien oder eben die Privilegien der Privilegierten abzugeben und damit auch ein Stück weit die Macht abzugeben, sodass mehr Menschen wirklich solche Ziele zum Beispiel mitgestalten können. Und das ist, glaube ich, nicht besonders einfach, da hinzukommen. Und das hat auch irgendwie diese Macht weiterzugeben, ist auch nicht einfach, weil ja, wer gibt schon gerne irgendwie seine eigene gute Position auf, aber es ist, glaube ich, total wichtig für diesen Prozess. Und das ist auch was, was wir zum Beispiel bei YSD so ein bisschen im ganz Kleinen einüben. Wir sind eben eine Gruppe in Deutschland, YSD Germany, und eine Gruppe in Malawi, die zusammen kooperieren und wir tun uns sozusagen jeweils zusammen, um die Ziele der globalen Klimagerechtigkeit gemeinsam anzugehen und die Privilegien, die wir haben, miteinander zu teilen, die Ressourcen, die wir haben, miteinander zu teilen. Und ich denke, sowas braucht es auch viel mehr noch im Großen, und eben die ernsthafte Bereitschaft, auch wirklich Macht abzugeben an andere. Ja, vielen Dank dir auch für diesen Einblick und für, ja, vielleicht können wir auch mal über eure spannende Arbeit sprechen. Tatsächlich so ein bisschen auch aus der Praxis, fand ich sehr spannend, da nochmal so ein bisschen mehr zu hören. Genau, und dann würde ich das Wort übergeben an Katrin und auch dich fragen, Katrin, was machen so die Aussagen mit dir, vielleicht auch in deiner Arbeit hier beim VEN? Vielleicht hast du Lust, auch noch mal kurz was dazu zu sagen. Ja, danke dir, Lea. Also ich fand in diesem Beitrag bei Ruby, fand ich viel Trennendes und aber auch Verbindendes. Und darauf wollte ich nochmal eben den Fokus legen. Ich würde das gern an dieser Covid-19-Krise machen. Sie hat ja auch gesagt, die hat sie ja selber in ihrem Beitrag auch erwähnt. Und ich habe irgendwie, das ist ja zumindest in der entwicklungspolitischen Szene ganz oft so, dass es im Moment dieses Wort des Brennglases benutzt wird, dass die derzeitige Krise wie ein Brennglas wirkt, wenn man sich anguckt, wie die Verteilung in Nord und Süd ist. Das hat sie super schön und plastisch beschrieben, ne? Sie hat ja nochmal so richtig gesagt, im Norden beschäftigen wir uns mit Masken, und ich spitze das nochmal zu, mit dem Klopapierwahn, ne? Kaufwahn und Balkongesängen. Und sie sagt, im Süden sind die Todesursachen gar nicht Covid-19, sondern die kommen, weil die Leute flüchten, aus den Städten vertrieben werden und auf der Flucht ihnen was passiert, woran sie sterben. Also sprich, da klaffen irgendwie die Welten so richtig auseinander, und diese Brennglasfunktion sieht man gut und deutlich, die wir ja aber sonst an allen anderen Punkten auch schon immer sehen und auch gesagt haben, ne?
Und das finde ich ganz spannend. Spannend finde ich aber eben auch das verbindende Element. Also wenn man sich anguckt, hier gibt es die Angst, also mal ab davon, dass Leute Angst haben, krank zu werden, gibt es ja aber auch eine ganz große Angst und eine Riesenunsicherheit, was die wirtschaftlichen Aktivitäten angeht und die wirtschaftlichen Existenzen. Also das geht so ein bisschen in die Richtung irgendwie die Ideologie des Neoliberalismus bricht ein bisschen zusammen. Keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Keiner hat Lösungskonzepte, niemand. Und das ist im Süden auch so, ne? Und das, finde ich, ist ein verbindendes Element. Und ich finde einfach, das finde ich richtig cool, an solchen verbindenden Elementen zusammenzuarbeiten. Und das finde ich auch einfacher, als Leute davon zu überzeugen, sie sollen was von ihrer Macht abgeben. Also ich meine, nach irgendwie 30 Jahren VEN-Arbeit kann ich nur sagen, das ist echt eine ganz schwere Debatte irgendwie. Und damit kommen wir auch nicht so richtig voran. Also ich würde gerne in so eine Richtung gehen, verbindendes Gucken. Was machen wir in der derzeitigen Krise mit dem Zusammenbruch oder zumindest mit dem Infragestellen der großen Macht der Wirtschaft? Wo knüpfen wir da an? Wo können wir da irgendwie neue Wege gehen zusammen? Und da sind für mich die SDGs ein gemeinsames Dach. Also nichts anderes als das. Ja. Die UN, ich habe gerade noch mal eben im Internet vorhin geguckt, die UN hat ja im März 2020 jetzt hier noch mal aufgrund der Krise gesagt, jawohl, die Krise ist da und die sagt uns jetzt, die SDGs sind richtig, wir müssen nur konsequenter und schneller umsetzen. Ne? Hallo, konsequenter und schneller. Also dass jetzt von der UN-Gemeinschaft irgendwelche Ziele formuliert werden, die ultra-revolutionär sind, das finde ich einfach auch, das würde ich gar nicht erwarten. Ich würde eher in die Richtung von Ruby gehen und sagen, es gilt, diese Ziele zu entflammen. Das hat sich auch super formuliert, ja, zu leben und zu entflammen. Und von daher auch mit Würde und Emotionen voll d'accord. Das macht sie lebendig und das zieht, ja, das zieht Leute mit und das genau brauchen wir. Wir müssen irgendwie alle zusammengehen, sonst klappt das nicht. Von daher ist das ein Dach, die SDGs, die es gilt, gemeinsam zu füllen und auch durchaus mit Leuten zu gehen, die man vielleicht gar nicht vorher so an der Hand hatte. Das finde ich sehr charmant. Und deswegen, also um das zu füllen und zu entflammen, machen wir ja vom VEN auch aus Weltwechsel. Und ich finde es super, dass so viele Projekte, also so viele Veranstaltungen stattfinden und habe vorhin unten geguckt und jetzt sind wir noch 49, wir waren 50 Leute, voll cool. Also das macht mir Mut, gemeinsam irgendwie diesen Weg weiterzugehen. Da setze ich jetzt erstmal einen Punkt und gebe dir das Wort zurück, Lea. Ja, vielen Dank. Also mir sind jetzt schon ganz viele Fragen gekommen, als ich euch so sprechen gehört habt, und ich würde tatsächlich das Wort vielleicht nochmal zurückgeben an Friederike. Und zwar habe ich jetzt gerade nochmal gehört, eigentlich dieses Festhalten an den SDGs, du hast das gerade auch als ein Global Governance Projekt, hast ja auch nochmal ganz stark gemacht, dass es eben starke Machtverhältnisse gibt, Privilegien. Wenn du das jetzt so hörst, denkst du, also wie stehst du dazu? Wie stark sind da für dich so die Widersprüche in dem Konzept? Denkst du, dass es Sinn macht, mit dem Konzept zu arbeiten? Würdest du es eher beiseite legen? Hast du dazu irgendwie Gedanken? Also ich würde es nicht beiseite legen, weil ich denke, dass Menschen es als Werkzeug für sich nutzen können und sich auf die Ziele berufen können und damit Räume eröffnen können, gerade wenn sie in Institutionen tätig sind, glaube ich, ist das nützlich, und da haben Menschen auch gute Erfahrungen mitgemacht. Das Grundproblem, um das nochmal zu benennen, ist aber, dass es ja einerseits eben diese ganzen tollen Ziele aufmacht, kein Hunger und Wasser für alle etc. und gleichzeitig aber auch als Ziel hat Wirtschaftswachstum und die Ziele teilweise auch an
monetären Messlatten deutlich gemacht werden sollen, also Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen wie, ich hätte mir ein Beispiel ausdenken sollen, ich weiß es gerade keins, aber ich mache irgendein Ziel, also ich habe gerade viel Rückenschmerzen und ich sage, ich will die Rückenschmerzen loswerden, tolles Ziel, aber ich mache keine Rückenübungen, sondern nehme Tabletten oder so. Also ich muss ja wirklich auch die Ursache bekämpfen und die Ursache liegt natürlich ganz stark in der, im Wirtschaftswachstum, was wir nicht abschaffen können in dem System, in dem wir sind. Das sehen wir ja gerade. Das einzige Problem, was die Wirtschaft hat, ist ja eigentlich, dass es gerade gar nicht so viel Nachfrage gibt, weil die Leute nicht so viel kaufen wollen. Das ist das einzige Problem. Es gibt Menschen, die wollen arbeiten, es gibt Betriebe, die wollen wirtschaften. Das einzige Problem ist, es gibt gerade nicht die Nachfrage und sofort gibt es ein Rettungspaket, das noch unglaublicher ist als sowieso schon die Rettungspakete in den letzten Jahren, aus einer Perspektive, wie als ich studiert habe, dass jemand für möglich gehalten worden wäre. Und das zeigt eben, dass wir in der Gefahr sind, so ähnlich wie Klimawandel dann bekämpft wird, wenn das Wirtschaftswachstum und wie toll gerade ist, aber wenn irgendwas ins Schlingern kommt, dann gibt es eben die nächste Geldspritze, damit alles weitergeht und das Klima wird dabei auch immer schlimmer, sozusagen. Also es darf kein Greenwashing, ist ja jetzt nicht das richtige Wort, aber es darf sozusagen keine Augenwischerei sein, sondern es muss wirklich zum Kern gehen des Ganzen. Weil ansonsten, es gibt bei Star Wars so ein Bild, wo es hatte ein indischer Klimaaktivist, leider weiß ich gerade nicht den Namen, Gopal irgendwas mal benannt, der hat gesagt, es kommt ihm so vor wie diese Star Wars-Szene, wo die HeldInnen in so einem Müllkompressor sind und die Wände kommen immer näher und diejenigen, die außen sitzen, werden schon zerquetscht und man versucht also in der Mitte zu bleiben und kämpft die ganze Zeit mit Eisenstangen gegen diese heranrückenden Wände dran und denkt nicht daran, dass diese Wände als Müllkompressor dafür da sind, Eisenstangen zu zerbrechen. Und das darf eben nicht passieren, sondern wir müssen wirklich Wege finden, die ganz grundsätzlich sind. Und ich würde dem widersprechen, dass es gar keine Alternativen gibt, weil natürlich, weil es Ideen gibt, in welche Richtung es gehen muss und da auch offensichtliche Wege gibt, die auch von ganz vielen geteilt werden und das jetzt nicht fertig ausgemalt ist natürlich, aber ich denke, Grundlinien sind schon klar. Okay, also ja, vielen Dank, Friederike, auf jeden Fall. Da ging es ja nochmal viel darum, auch an die Wurzeln sozusagen zu gehen und sich die anzuschauen. Und genau, ich wollte nochmal das Wort an Miriam übergeben. Und zwar hätte ich an dich die Frage, du hast ja viel auch darüber gesprochen, wie ihr damit arbeitet, mit diesem Konzept. Und da hätte ich tatsächlich die Frage, was so bei euch so konkrete Anknüpfungspunkte sind in euren Projekten, wie ihr damit umgeht, wie ihr vielleicht auch mit diesen Machtverhältnissen umgeht. Und würde mich total freuen, davon noch ein bisschen was zu hören, wie ihr da vorgeht, das Konzept. Ja, ich versuche da mal so ein paar Schlaglichter drauf zu werfen. Ich glaube, ich kann da ganz gut was anknüpfen, was Katrin eben gesagt hat, nämlich diese verbindenden Elemente. Ich glaube, das braucht es. Also so ist unsere Kooperation auf jeden Fall entstanden zwischen YSD Malawi und YSD Germany, was sich dann erst gegründet hat. Und zwar kam das eben aus so einem gemeinsamen Verständnis von: Wir haben ein gemeinsames Ziel von Klimagerechtigkeit und wir wollen da auf einer partizipativen Art und Weise hinkommen und denken, Bildung ist ein sehr wichtiger Teil davon. Das waren einfach so ganz viele gemeinsame Ideen und Werte, die wir irgendwie geteilt haben. Dann hat es auch menschlich gepasst. Und ich glaube, ohne sowas funktioniert das auch nicht. Also wir brauchten auf jeden Fall diese verbindenden Elemente, um überhaupt eine Kooperation zu starten, um überhaupt zueinander zu finden und zu sagen, hey, cool, wir tun uns zusammen und schauen, dass wir zusammen eben mehr erreichen können, als wenn wir irgendwie in Deutschland was machen und YSD Malawi in Malawi und das war's. Das ist aber, glaube ich, auch total notwendig, dafür dann die verschiedenen Hintergründe zu sehen. Also wir können halt nicht so tun,
als hätten wir bei all den verbindenden Elementen die gleichen Voraussetzungen. Zum Beispiel ist es einfach so, dass es in Deutschland soziale Sicherungssysteme gibt, dass wir irgendwie nicht schauen müssen, dass wir irgendwie Geld verdienen, weil wir sonst vielleicht uns und unsere Familien irgendwie nicht ernähren können. Es gibt ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten für Bildungsarbeit. Es ist viel leichter, sozusagen dafür Förderungen und Gelder zu bekommen. Und gleichzeitig bekommen wir zum Beispiel auch viel weniger direkt die Auswirkungen des Klimawandels mit oder die Folgen, die das hat. Und deswegen war das sozusagen so das Erste, wie wir zusammengekommen sind, dass wir eben diese verschiedenen Dinge, die wir mit in unsere Partnerschaft bringen konnten, einfach, ich sag mal, in einen Topf geschmissen haben und hier in Deutschland eben es geschafft haben, Gelder zu akquirieren, um die Bildungsarbeit in Malawi zu unterstützen und gleichzeitig in unsere Bildungsarbeit in Deutschland Stimmen und, ich sag mal so, die Vor-Ort-Perspektive von YSD Malawi und auch die Positionen und Ideen von YSD Malawi einzubringen, was ein ganz wichtiger Teil unserer Bildungsarbeit ist. Ohne das würde es uns als Gruppe und die Sachen, die wir machen, gar nicht geben. Und das ist eben so, ja, so ein, okay, wir müssen irgendwie sehen, dass wir verschiedene Hintergründe haben, verschiedene Grundvoraussetzungen, aber wie können wir das sozusagen zusammenbringen und eben diese verbindenden Elemente, die wir haben, damit stärken. Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen spannenden Einblick. Und genau, du hast jetzt gerade nochmal die verbindenden Elemente betont. Das hat Katrin ja von auch schon gemacht. Und genau, ich würde gerne nochmal das Wort an dich zurückgeben. Und zwar haben wir gerade ja auch von Friederike gehört, dass sie glaubt, dass es für Institutionen ganz gut funktioniert, dieses Konzept SDGs. Du hast ja auch gesagt, du versuchst das viel mit Zivilgesellschaft oder ihr als VEN nochmal zusammenzubringen. Wie würdest du das denn bewerten? Funktioniert das sozusagen vor allem für Institutionen gut oder würdest du da auch Miriams Perspektive teilen, dass das auch in Zivilgesellschaft funktioniert, aber genau, wie würdest du da vielleicht auch so das Spannungsverhältnis sehen? Also ich will mal so sagen, wenn ich jetzt mal zurückblicke, was der VEN dazu gemacht hat, ne, der wird ja nächstes Jahr 30 Jahre alt und ich bin ja echt schon eine ziemlich alte Schachtel in diesem Verband. Aber die Gründung habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Aber ich kenne die Fotos, ne? Als der vor 30 Jahren gegründet wurde, 1991, da gab es so einen Slogan, der hieß, Hilfsgelder können lindern, aber eigentlich brauchen wir eine andere Politik. Also im Prinzip genau das, was wir jetzt hier auch besprochen haben, ne? Das ist echt super alt beim VEN. Damit ist der angetreten damals. Und alles, was wir im VEN machen, an Projekten, das versuchen wir so umzusetzen, dass es immer an die Wurzel geht. Ich sage das mal an einem Projekt mit den Fleischexporten. Da haben wir geguckt, dass Niedersachsen ist Hähnchenmastproduzent und schifft halt die gefrorenen Teile nach Westafrika und dann gehen da die lokalen Märkte kaputt. Mal ganz platt. Ne, so. Und wir haben versucht, diese Kette, diesen Zusammenhang aufzuzeigen, also die globalen Zusammenhänge deutlich zu machen und daraus das Trennende und abzuleiten, aber gleichzeitig eben auch neue Handlungsmöglichkeiten. Dass das nicht ganz einfach ist, irgendwie hier in Niedersachsen, brauche ich euch wahrscheinlich gar nicht groß zu erklären. Weil wenn du anfängst irgendwie an wirtschaftlichen Zusammenhängen hier in Niedersachsen rum zu kritisieren, dass die schlecht für irgendwen anders sind, ja, dann bist du bei einer starken Lobby und dann kriegst du irgendwie Probleme. Das ist ganz klar. Da ist genau die Schwierigkeit, wo wir an bestimmten Ecken eben nicht zusammengehen können, Friederike. Das hast du ja vorhin auch gesagt. Da muss grundlegend was geändert werden, ne? Aber ich glaube, das geht auch nur so, indem man tatsächlich aufzeigt, was machen denn zum Beispiel die Hühnchenexporte an Negativen? Das deutlich macht, dass die Menschen das verstehen und von sich aus irgendwie anders handeln. Also zum Beispiel eben nicht mehr irgendwie die tiefgefrorenen Beine, nur die Brustteile kaufen, sondern das ganze Huhn. So haben wir damals argumentiert. Und gleichzeitig aber auch daraus Impulse erwachsen,
dass sich unsere Wirtschaft hier so ändert, dass sie irgendwie sich anders aufstellt. Also zum Beispiel eher regional, ja, regionale Produktion, regionale Vermarktung etc. Also wir haben da auch keine Patentrezepte für. Wir können ja aber eben auch nur aus den Missständen, die es bisher gibt, halt Impulse, also aufzeigen, wo ist es negativ und neue Impulse wachsen lassen und dafür halt eben auch Räume schaffen. Das hat der VEN, macht er eigentlich mit all seinen Projekten und stößt natürlich da an bestimmten Ecken auch irgendwie an Schwierigkeiten, logischerweise, weil wir dann was aufzeigen, was vielleicht geändert werden müsste und das nicht so ganz einfach ist. Aber ich glaube, das geht tatsächlich wirklich auch nur mit gemeinsam und gemeinsam Impulse entwickeln, die Neues aufzeigen irgendwie und eben auch Sachen aufzeigen, die tragbar sind. Ja, vielleicht da erstmal ein Punkt. Ja, spannend. Also ich habe gerade auch so ganz viele Gedanken in meinem Kopf und ich fände es total cool, auch nochmal von euch was zu hören, also vom Publikum, und würde euch voll gerne ermutigen, entweder eine Frage in den Chat zu schreiben oder eben auch noch ein Sternchen zu setzen, sodass wir euch dran nehmen können. Und derweil würde ich vielleicht genau bei der Frage, wenn ihr euch schon mal überlegt, was ihr fragen möchtet, nochmal darauf eingehen, was Katrin gerade ja nochmal gesagt hat und Friederike und Miriam, ihr habt das gerade auch schon gesagt, nochmal zu gucken, okay, von wem ist denn eigentlich dieses gemeinsam? Und da hattest du ja auch, Friederike, gerade in deinem Eingangsstatement nochmal gesagt, ja okay, das Gemeinsame hat ja auch ganz viel damit zu tun, wer eigentlich dieses Gemeinsame formuliert. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, da nochmal was vielleicht auch aus so einer Wissenschaftsperspektive zu teilen. Das würde mich sehr freuen. Ja, kann ich gerne machen. Also die in der postkolonialen Theorie, als bekannteste oder berühmteste postkoloniale Theoretikerin gilt eigentlich Gayatri Chakravarti Spivak und ihr Aufsatz und ihr Grundgedanke dazu, dass Subalterne nicht sprechen können. Subalterne also als praktisch die marginalisiertesten dieser Welt, bei ihr übrigens gewählt, deutlich gemacht an armen Frauen in Indien. Und was sie aufzeigt, sind eigentlich drei Punkte, warum sie nicht sprechen können. Nämlich das eine ist, dass das Menschen sind, die nicht mal eben streiken können und alle Räder stehen still, sondern die einfach nicht gebraucht werden in dieser Welt, sage ich jetzt mal. Der zweite Punkt ist, dass sie eben auch nicht, die sind natürlich genauso auch Teil unseres Alltagsverstandes. Die Menschen, die heute verhungern, sagen wahrscheinlich eher, oder die Hunderttausende von Bauern und Bäuerinnen in Indien, die Selbstmord machen, weil sie in die Verschuldungsspirale gekommen sind, die werden nicht sagen, schafft den Kapitalismus ab, sondern sie werden sagen, hätte ich doch nicht von Monsanto oder jetzt Bayer die Pestizide gekauft. Das ist also der zweite Punkt, dass diese Menschen natürlich jetzt nicht sozusagen über dem Weltalltagsverstand stehen und besondere Erkenntnisse haben, nur weil sie an dem System sterben. Und der dritte Punkt ist, dass Menschen, die Privilegien haben, dazu neigen, sich die Statements von Subalternen, wenn sie denn sozusagen kommen, wie wir jetzt auch in der Situation sind mit Ruby Hambron, die ja eine Adivasi-Organisation eigentlich darstellt, dann dass wir in der Gefahr sind zu sagen, okay, wir haben es jetzt angehört, war ein toller Vortrag. Früher war man vielleicht noch mehr in der Gefahr, als jetzt zu sagen, ja, ist eine schöne Weltsicht, ein bisschen naiver als unsere oder so. Aber die Radikalität jedenfalls nicht so zu hören. Ich meine, sie spricht von, lasst uns nicht davon reden, dass der Hunger weg muss, sondern dass der Kapitalismus weg muss. Aber kommt das wirklich bei uns an, zum Beispiel? Und sagt sie es vielleicht auch schon in einer Art und Weise, in einem Satz nur, weil sie Angst hat, wir würden sie gar nicht sprechen lassen, wenn sie es anders sagen würde?
das sind sozusagen die drei Punkte, weshalb Subaltern in Gesprächen kommen. Und vielleicht noch mal ein bisschen illustriert. Im Zuge der Globalisierungsbewegung hatten knapp 500 Menschen aus dem globalen Süden, davon der Gut, also 9/10 waren Bauern und Bäuerinnen aus Indien, sind ins Herz der Bestie gekommen beim Doppelgipfel in Köln 1999, weil sie nämlich bei den Protesten gegen die Welthandelsorganisation davor zu Hunderttausenden in Indien die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht eine einzige Zeitungsnotiz darüber gab, hier in Europa. Also sind sie hierher gekommen, völlig grassroot-mäßig mit Crowdfunding haben wir das organisiert damals und sind dann erst 5 Wochen durch Europa gefahren in Bussen und sind dann nach Köln gekommen. Und als sie zu den Mächtigen fahren wollten, um sie auszulachen, das ist eine indische Protestform, sind sie eingekesselt worden von der Polizei. Es gab nur eine einzige Tageszeitung, die überhaupt darüber gesprochen hat, obwohl ich im Journalistenbunker war und mit dem DPA-Chef und mit allen möglichen Leuten darüber gesprochen habe und dann mir anhören musste, ja, ist ja interessant, aber die First Ladies reden, haben gerade Dinner. Und an dieser einen einzigen Zeitung stand am nächsten Tag, der Black Block, der schwarze Block, ist eingekesselt worden. Das waren alles Menschen in weißen Bändern mit grünen Schals und sehr eindeutig als das zu erkennen, was sie sind. Das hat für mich das so dramatisch illustriert, wie sehr diese Menschen nicht gesehen und gehört wurden. Und wenn es in diesen 5 Wochen Nachrichten gab, dann war es eben auch so, besorgte Bauern sind gegen Gentechnik und die Systemkritik, die durchaus transportiert haben, wurde einfach nicht wahrgenommen, sag ich mal. Das ist jetzt gar keine Verschwörung, sondern es wurde einfach nicht gehört. Ja, vielen Dank auch nochmal für diese Beispiele aus der sozialen Bewegung. Und genau, ich weiß nicht, ob vielleicht sich schon was regt, auch noch bei anderen Podiumsbesuchern. Ich würde vielleicht kurz, also im Chat gibt es hier schon so ein bisschen so eine Nebendiskussion. Und dann gibt es aber auch eine Frage von Christine und die würde ich vielleicht jetzt mal rannehmen, wenn sie dann passt, hoffentlich. Magst du einmal sprechen? Ja, genau. Also ich habe vorhin auch mit Julia in Breakout ein bisschen gerätselt. Also wie interpretieren wir das, was Julia sagt, eben wenn sie, was Ruby sagt, wenn sie Safeguarding Defendable Goals fordert, quasi statt der SDGs, wie sie da so stehen. Also in der Übersetzung ist das, glaube ich, ein bisschen blass und weniger als das, was sie eigentlich gemeint hat. Also verteidigungsfähige Ziele. Also wie, was kommt da bei euch rüber? Das würde mich mal interessieren. Ja, vielen Dank für diese super wichtige Frage. Ich glaube, das ist auch total spannend, genau darüber nachzudenken, was damit eigentlich gemeint ist so und was, wie das verstanden wird. Ich weiß nicht, hat eine Person vom Podium Lust, diese Frage zu beantworten, wie ihr das so gelesen habt oder verstanden habt, gehört habt, was Ruby da erklärt? Friederike meldet sich. Ah, super. Ja, ich sehe das gerade nicht. Friederike, danke. Gerade schon geredet hatte. Also ich verstehe es so, wie ich das formuliert hatte, dass wir die SDGs auf jeden Fall strategisch nutzen sollten, so wie wir das können, als Werkzeug, als Räume öffnend. Und für mich ist vielleicht so ein bisschen der Vergleich, wenn die Fridays for Futures auf die Straße gehen und sich auf die Paris-Ziele beziehen. Obwohl ich denke, dass viele auch wissen, was Stefan Rahmstorf als einer der bekanntesten Klimaforscher in Deutschland dazu sagt. Er sagt, selbst wenn die eingehalten würden, die Verpflichtungen der Länder, der Paris-Ziele, dann kommt eben nicht das postulierte 1,5-Grad-Ziel raus, sondern 3 Grad. Und 3 Grad können bedeuten, dass 65 Meter Meeresspiegel ansteigt. Das ist sicherlich nicht das, was Fridays for Future möchte. Aber ich denke, es macht Sinn, sozusagen das als etwas zu nutzen, was so viel gesellschaftliche Anerkennung hat, dass es die ersten Schritte ermöglicht und insofern eben auch wieder Räume öffnet. Ja, und ich hätte es auf jeden Fall auch noch so ein bisschen in so einem emotionalen Kontext irgendwie gesehen. Also
Ruby hat ja auch gesagt, so, wir müssen die SDGs zu was Persönlichem machen, zu was, was uns selber irgendwie inspiriert und motiviert und antreibt. Und ich glaube, das macht es dann auch zu was, was eben verteidigbar ist. Also, weil wenn ich da selber irgendwie was drin sehe und inspiriert bin, dann will ich das auch verteidigen, dann möchte ich das irgendwie umsetzen und dann kann ich mich darauf berufen. Das ist so das, was ich da auch noch rausgelesen habe. Wäre spannend, wenn wir auch noch Ruby dazu fragen könnten. Vielleicht geht das ja im Nachhinein noch. Ja, zumindest per Mail könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ja, voll spannend und danke auch Miriam, dass du nochmal diesen Aspekt der Emotionalität mit eingebracht hast, weil ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt, der auch viel zu oft gerade in so globalen Norden, in so westlich geführten Debatten wegfällt. Genau, Nana hat jetzt auch nochmal die E-Mail-Adresse von Ruby in den Chat gepostet, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau, es gibt noch Zeit für eine Frage. Also wenn irgendjemand von euch Lust hat, noch eine Frage zu stellen, dann sehr gerne oder sonst natürlich auch sehr gerne, wenn es noch einen Aspekt auf dem Podium gibt, der noch nicht genannt wurde, der noch gehört werden will, dann dürft ihr den natürlich auch aneinander richten. Aber sonst gibt es jetzt eine Frage von Paulina. Ja, vielen Dank. Also eigentlich auch nochmal die Frage nach den Privilegien, was ja auch schon angeklungen ist in den verschiedenen Statements. Gibt es da eine Person, die Lust hat zu antworten? Macht dann einfach gern euer Mikro, also vom Podium natürlich. Genau, schaltet es einfach frei und dann könnt ihr sehr gerne was dazu sagen. Miriam. Ja, die Frage resoniert natürlich ein bisschen bei mir, weil das was ist, womit wir uns in unserer Arbeit eben auch sehr stark beschäftigen. Und ich glaube, zum einen liegt eben die Verantwortung, sich mit solchen Privilegien auseinanderzusetzen, auf jeden Fall bei den Personen, die Privilegien haben oder die mehr Privilegien haben. Und das können wir auf jeden Fall nicht alles auf unsere Partnerschaft abwälzen. Gleichzeitig ist es auf jeden Fall so, dass das auch eine Frage ist, die wir jetzt nicht irgendwie fertig beantworten können, aber wo wir schon auch irgendwie miteinander im Austausch sind, so wie läuft das, was wir machen, funktioniert das gut, was wir machen, wie ist unsere Kommunikation darüber, und da auch mehr und mehr mit unterschiedlichen Menschen sprechen, also unterschiedliche Leute aus den beiden Gruppen und da wirklich auch in den Austausch kommen. Und ich glaube, sowas braucht auch zum einen Zeit und Vertrauen, dass man irgendwie über solche Themen auch in der Partnerschaft sprechen kann. Und ich glaube, es ist eben auch genau wichtig, das irgendwie parallel zu machen zu der gemeinsamen Arbeit, die man irgendwie macht oder zu den gemeinsamen Themen, die man hat. Und dass es aber auch nochmal eine zusätzliche Verantwortung auch ist für Menschen, die mehr Privilegien haben, sich auch unabhängig davon mit diesen Privilegien auseinanderzusetzen. Vielleicht sozusagen in einer Partnerschaft dann zu gucken, was bedeutet das für unsere Partnerschaft. Ja, vielen Dank. Also da höre ich auch so raus, es braucht ganz viel Kommunikation und Vertrauensaufbau. Das entsteht natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern auch eine kontinuierliche Arbeit eben daran. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für diesen wichtigen Aspekt. Genau, Katrin wollte was sagen und es gibt auch eine Frage an Katrin, die würde ich genau. Katrin kann jetzt erstmal antworten und danach würde ich vorschlagen, dass Stefanie dann direkt nochmal ihre Frage an dich explizit formuliert. Ja, genau. Ich habe das nämlich gerade gesehen. Da im Chat ist eine Frage. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob die alle gesehen haben. Vielleicht, Stefanie, magst du einfach deine Frage kurz stellen? Das wäre super. Ich hatte eh schon noch hier auf der Tagesordnung noch mal so ein bisschen auszuholen und was zu den SDGs und der Umsetzung auf Landesebene zu sagen. Vielleicht geht das schon so ein bisschen in die Richtung, Stefanie. Also ich verstehe das alles, was ihr sagt. Und ich glaube, wir alle, die wir jetzt hier irgendwie im Chat zusammensitzen, wissen auch irgendwie um die globalen Verhältnisse. Für mich ist wirklich auch die Frage,
wie schaffen wir es, irgendwie das umzusetzen? Also das ist doch irgendwie eigentlich die spannende Frage. Und ich wollte noch mal so einen Blick werfen bei den SDGs. So kritisch ich die auch sehe, ich stimme dir zu, Friederike, mit den Kritiken daran, insbesondere zum Thema Wirtschaft. Aber trotzdem finde ich, wenn man sich auf Landesebene jetzt anguckt, wir haben die hier seit 15, und aufgrund der SDGs sind ja hier die entwicklungspolitischen Leitlinien im Land Niedersachsen umgesetzt. Wir haben hier Frau Behnke ja auch mit im Chat, die weiß, was das heißt. Die arbeitet ja für die Umsetzung dieser SDGs auf Landesebene. Das ist einfach ein sehr sperriges Thema, ne? Und es ist aber trotzdem so, dass man mal sehen muss, dass seit 15 jetzt eben hier auf der Landesebene erstmalig was da ist, was sozusagen die Landesregierung damit konfrontiert und auffordert, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, in verpflichtender Art und Weise. Also früher hatten wir sowas nicht. Wenn der VEN irgendwie was machen wollte, da konnten wir uns immer nur darauf berufen, dass es einen Ministerpräsidentenbeschluss gab, der irgendwie mal gesagt hat, dass auch die Länder was umsetzen sollen zu Thema global. Ansonsten hieß es immer, Entwicklungspolitik ist Aufgabe des BMZ, ist eine Bundesaufgabe und keine Landesaufgabe. Und schlussweg war das Thema weg. So war das, ja. Jetzt haben wir seit 15 die SDGs und wir haben einen Prozess, den ich jetzt auch nicht einfach finde, weil es eben, wenn man sich dann damit beschäftigt, irgendwie in diesem runden Tisch entwicklungspolitische Leitlinien, wenn die Ressorts sich damit auseinandersetzen müssen, das ist sperrig, keiner will das richtig anfassen. Oft, glaube ich, weiß man auch nicht so richtig, wie das geht, ja, weil es ein neues Thema ist, wenn man das erstmal gucken muss, wie setzt man das um. Das ist so ein bisschen irgendwie Bürokratentiger. Von daher, Stefanie, ja, das ist manchmal eben auch so, dass Nachhaltigkeitsstrategien wirklich einen ziemlich großen bürokratischen Kraftakt haben. Auf der anderen Seite geben sie uns aber auch die Chance der Kommunikation auf dieser Ebene. Und wie bitteschön wollen wir das denn sonst umsetzen, wenn wir nicht mit irgendwie denjenigen reden, die auf politischer und Landesregierungsebene hantieren und arbeiten. Ich meine, da muss es ja eine Kommunikation geben. Und insofern ist das für mich irgendwie, ne, würde ich das gerne positiv besetzen und sagen, jawohl, das gibt uns eine Möglichkeit, in den Diskurs zu gehen und den da einzubringen. Wie wir das gestalten, das liegt viel auch an uns. Machen wir das oder machen wir das nicht? Wie bringen wir es ein? Mit welchen konkreten Ideen und Maßnahmen etc. etc.? Also vielleicht das erstmal dazu. Ja, vielen Dank dir auch nochmal, ne, diese Idee, einfach das als Werkzeug auch zu benutzen, mit Inhalten zu füllen und dann eben gemeinsam zu gucken, was daraus wird. Und ja, es gibt noch super viele unterschiedliche Fragen jetzt im Chat, was zeigt, dass euch diese Fragen auch bewegen. Ich würde jetzt nochmal Matthias dran nehmen. Und zwar, welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer oder eurer Sicht, um diesen subalternen Sichtweisen und Standpunkten auf Augenhöhe in den Diskurs einzubringen? Wie kann dieses Machtgefälle im System aufgelöst werden, sodass die Partizipation auch innerhalb von entscheidenden, wegweisenden Institutionen dementsprechend möglich wird? Eine komplexe Frage, die nochmal unterschiedliche Ebenen anspricht. Wer hat Lust, sich die zu nehmen vom Podium? Kann ja mal mit einer Ebene anfangen. Ja, sehr gut. Also der Vorteil, das ist ja eben auch angesprochen worden, der SDGs im Gegensatz zu den MDGs vorher, ist ja eben, dass es jetzt nicht mehr, wir müssen denen irgendwie helfen, sondern schon auch dahin geht eben, wir müssen selbst bei uns auch anfangen. Und das geht eben halt schon mal in die Richtung bei People's Global Action, dieser Vernetzung von globalen Basisbewegungen, bei der ich aktiv war, gab es ein Zitat über dem Manifest, das hieß, von einer Aborigine aus Australien kommt es, wenn du nur kommst, um mir zu helfen, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Wenn du meinen Kampf als Teil deines Kampfes verstehst, dann können wir vielleicht was zusammen bewirken. Und in der postkolonialen Theorie, die Entsprechung dazu wiederum wäre vielleicht nicht nur Privilegien zu verlernen, das ist das eine, sondern als Voraussetzung dessen vielleicht auch, Privilegien als immer vergiftet zu erkennen. Also so wie
Patriarchat für Männer vergiftet ist, wie wir nicht mehr Sklaven und Sklavinnen halten würden wollen. So müssen wir nur das Fenster aufmachen, es wird jetzt dunkel, ich bin 50 Meter vom Fluss entfernt, ich kann alle Fenster aufreißen, alle Lichter anmachen. Wenn ein einziges Insekt reinkommt, dann freue ich mich. Das zeigt die Dramatik, die es für uns hier inzwischen auch schon hat. Und wenn die Weltuhr, ich glaube, auf 7:57 steht, dann ist ja auch immer noch die Frage, für wen eigentlich? Es gibt durchaus viele, viele Menschen, da ist sie schon lange nach 12. Und deshalb sollten wir auch, jetzt merke ich gerade, dass ich irgendwie eigentlich in das Schlusswort reingehe, was wir ja auch noch machen sollten, weil da wollte ich nochmal sagen, also was ja der Aufmacher ist von Ruby, dieses Now ernst zu nehmen und nicht wieder in die Zukunft zu verschieben, sondern zu sagen, es ist wirklich jetzt. Also das ist die Verantwortung, die wir haben, glaube ich. Also so radikal zu denken und zu handeln, wie es uns irgendwie möglich ist. Und in Kontakt eben in der Begegnung mit den Menschen, die jetzt schon betroffen sind. Ja, vielen Dank dir dafür. Und was ich total spannend finde, ist, Graziella hat gerade auch noch mal einen Kommentar dazu geschrieben, der eigentlich auch auf die Dringlichkeit verweist, nämlich wie eigentlich ja selbst auf selbstverständliche Alltagsprivilegien auch eben verzichtet werden kann. Und vielleicht ist das auch noch mal so eine Frage, die ihr noch mal mitnehmen könnt in verschiedene Debatten oder wenn ihr euch auch noch mal zusammen seht und noch mal zusammenkommt. Genau, vielen Dank euch allen. Imme, Graziella, Paulina, tut mir leid, wir haben keine Zeit mehr für eure Fragen gerade. Aber nehmt die mit, spätestens beim Abschluss von Weltwechsel oder auch bei den anderen Veranstaltungen von Weltwechsel. Genau, ich würde jetzt nochmal die PodiumsteilnehmerInnen bitten, so ein ganz, ganz kurzes Abschlussschlaglicht, was natürlich immer nur ein Zwischenstand von einer Debatte sein kann, weil das, was wir hier angerissen haben, sind eben ganz große Fragen, mit denen wir uns weiter beschäftigen müssen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast anzufangen, Miriam, vielleicht. Ja, ich versuche es kurz zu halten. Ich würde sagen, wir alle als Einzelpersonen oder in unseren Institutionen oder besonders auch in der Politik haben eben die Verantwortung, uns mit den Kräften und Möglichkeiten, die wir haben und denen, die wir auch, wenn wir uns zusammentun haben, für die Umsetzung der SDGs einzusetzen. Und zwar jetzt nicht SDGs im Sinne von ein einzelnes Ziel, sondern mehr so aus dieser systemischen Perspektive, nämlich für eine Welt, in der eben alle Grundideen und Aspekte der SDGs irgendwie umgesetzt sind. Und genau, um halt wirklich da diese holistische Sicht drauf zu bekommen, dürfen wir eben nicht vergessen, uns gegenseitig zuzuhören und alle etwas von den Privilegien, die wir haben, mit denen zu teilen, die weniger haben und gleichzeitig aber auch Macht und Privilegien von denen einzufordern, die mehr haben, sodass es sich insgesamt vielleicht alles ein bisschen mehr auslevelt. Vielen Dank dir dafür. Katrin, magst du weitermachen? Na klar, gern. Also ich würde, glaube ich, insgesamt lieber weniger von Verzicht und Aufgeben von Privilegien reden, sondern viel, viel mehr vom eigenen guten Gestalten des Lebens. Weil das zieht besser. Und davon, also jetzt, wenn ich nochmal zu den Hähnchen komme, ne, ich will keine Hähnchen irgendwie tiefgefroren, abgepackt, die nicht mehr schmecken irgendwie und wo ich gar nicht weiß, wo sie herkommen und was sie alles machen. Ich möchte welche, die gut schmecken, die aus der Region kommen, wo ich möglichst noch denjenigen kenne, der sie produziert. Das ist das, was ich möchte. Ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Und ich glaube, darüber geht es, über was Positives Eigenes. Und dann kommen wir auch gemeinsam an ein Ziel. Ich glaube aber auch, dass es total wichtig ist, dass wir gut beraten sind, zusammenzugehen und keine ideologischen Kriege führen, sondern eben gucken auf das Konkrete und auf das Praktische, auf das Umsetzen und das plausibel klar machen und dann Gemeinsamkeiten suchen und zu einer gemeinsamen Triebkraft kommen, wo auch immer und aus welchen Reihen ich die finde. Also das wäre so mein Abschlussstatement und ja, ich danke euch fürs Zuhören, wenn ich das mal sagen darf, hier schon mal an der Stelle und finde es super, dass so viele Leute zusammengekommen sind.
Toll, toll. Ja, vielen Dank dir auch nochmal für den Hinweis so auf das Framing, was sicherlich auch super wichtig ist. Und Friederike, du hast zwar gerade schon gesagt, du hattest jetzt schon deine Abschlussworte, aber ich würde dir auch nochmal das Wort übergeben, wenn du magst. Ja, okay, gerne. Ich bin auch seit 20 Jahren in der Bundeskoordination Internationalismus aktiv und da hatten wir schon in den 90er Jahren, also noch länger, das Schlagwort von der Abwicklung des Nordens, was ja eigentlich genau auch in diese SDG-Richtung so ein bisschen gehen könnte. Also in Anlehnung an die Abwicklung der DDR damals war das entstanden und verweist eben nochmal so darauf, dass wir wirklich ganz stark bei uns anfangen müssen. Und ich würde jetzt nicht nur sagen, also ich spreche auch überhaupt nicht gerne von Verzicht und ich würde nicht nur sagen, weil das nicht so zieht, sondern, das hast du bestimmt auch nicht so gemeint, nur, sondern genau wegen dieses Aspektes, dass Privilegien einfach immer vergiftet sind. Und also wir sehen gerade wirklich, wie sehr dieses Wirtschaftssystem an die Grenzen kommt, wirtschaftlich, rein wirtschaftlich, aber natürlich auch ökologisch, aber auch zum Beispiel im Punkt Entfremdung, also sozusagen im strukturellen Hass, in dem wir immer miteinander leben. Und ich glaube, dass wir wirklich ganz viel zu entdecken haben, indem wir ein anderes Leben suchen. Und ich glaube, das sollten wir da, wo uns die SDGs nützen, mit den SDGs machen als Werkzeug. Aber im Grunde sollen wir es eben alles machen, was wir irgendwie tun können, ob wir ökologischer leben oder ob wir aktivistisch auf die Straße gehen oder Bäume besetzen, damit wir wirklich radikal jetzt was verändern, weil die Verantwortung haben wir den Menschen gegenüber, die jetzt leiden, den Menschen, die in Zukunft und allen Wesen gegenüber, die in Zukunft leiden und uns selbst im Grunde auch gegenüber. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt würde ich ganz gerne nochmal das Wort an die Veranstalterin, die großartigen Organisatorinnen Nane und Annika übergeben. Und dann machen wir noch einen ganz kurzen Abschluss zusammen. Also euch erstmal vielen Dank vom Podium, dass ihr dabei seid, dass ihr eure Perspektiven geteilt habt. Ich fand es sehr wertvoll und fand es sehr spannend, die unterschiedlichen Perspektiven zu hören und auch sehr eindrücklich nochmal in dieser Dringlichkeit, vor allem auch durch das Statement von Ruby. Und finde es total schön, wenn wir da einfach auch so gesellschaftliche Kräfte bündeln und zusammen eben ja, Transformationen bewirken und hoffe auch, dass Weltwechsel da ein Baustein sein kann. Genau, und in dem Sinne übergebe ich an Annika oder Nane. Das weiß ich gerade gar nicht genau, wer jetzt das Wort nimmt. Ich nehme das Wort. Danke, Lea. Ja, vielen Dank dir für die tolle Moderation und vielen Dank an die Diskutantinnen und auch an euch alle für die Teilnahme und eure Beteiligung und die spannenden Fragen und Anmerkungen. Ich habe auch das Gefühl, es ist total viel jetzt da und total viel, viele Fragen und Inspirationen sind aufgekommen und ich fände es total schön, wenn das auch in die nächsten Wochen mit reingetragen werden kann in die verschiedenen Veranstaltungen, die ja ab seit gestern stattfinden bis zum 22. November. Und genau, dazu noch mal kurz zur Info. Es gibt insgesamt 57 Veranstaltungen, von denen leider ein paar auch schon abgesagt worden sind oder verschoben werden, da sie nicht online stattfinden können. Genau, und auch in den Veranstaltungen werden viele Themen, die heute aufgekommen sind, auch wieder aufgegriffen werden. Und jetzt würde ich gerne drei Menschen zu Wort bitten, die noch kurz ihre Veranstaltung vorstellen möchten. Und das wäre zu Beginn einmal Jasmin. Magst du kurz ein paar Worte zu deiner Veranstaltung sagen, die du anbietest? Jetzt habt ihr mich ja ganz schön erwischt. So, ja, ich freue mich sehr, dass ich im Rahmen von der Veranstaltungsreihe einen Workshop zu Minimalismus anbieten darf. Ich organisiere seit 5 Jahren den Minimalismus-Workshop, den Minimalismus-Stammtisch in Hannover und habe auch einen Podcast mit dem Titel Minimalismus jetzt. Meine Online-Veranstaltung findet am 22. November zwischen 15 und 17 Uhr statt und eignet sich für alle Interessierten, die
ja, entweder sich schon mit Minimalismus beschäftigen und bewussten Konsum zugeneigt sind oder einfach mal reinschnuppern wollen. Für mich selber ist Minimalismus eine Inspiration für das ganze Leben. Also es geht jetzt nicht nur darum, Sachen auszusortieren und weniger zu haben, sondern es geht auch darum, wie ernähre ich mich, mit welchen Menschen umgebe ich mich, was mache ich mit meiner Liebe, meiner Energie und meiner Arbeitskraft. Und ich freue mich, wenn ein paar von euch teilnehmen möchten. Okay, vielen Dank, Jasmin. Das klingt schon mal sehr spannend. Dann würde ich jetzt Felix bitten, auch noch kurz was zu sagen. Ja, guten Abend. Felix Kostriba und ich organisiere mit anderen zusammen gerade die Dialogwerkstatt hier in Hannover. Und die Dialogwerkstatt wird am 17.11. stattfinden. Und ich sag mal so, wir hatten natürlich verschiedene andere Pläne. Und wir wollten gerne einen World Café machen und wir wollten auf dem Faustgelände alle zusammen richtig in die Frage einsteigen. Fairer Handel als Konzept kennen wir alle schon lang. Wie funktioniert das jetzt? Was kann ich selber wirklich tun? Bringt es überhaupt was? Macht es Sinn in Bezug auf die SDGs? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und jetzt wird das alles wieder ganz anders und wir haben nach mehreren Umplanungen, gehen wir ganz ins Internet, werden aber auch dort etwas World Café-artiges machen, werden auch dort einen kleinen Ausschnitt aus dem Film von Helena Norberg-Hodge schauen, der heißt Die Ökonomie des Glücks und soll uns auch ein paar Denkanstöße geben. Prinzipiell wird es um die Frage gehen, was können wir hier lokal vor Ort tun, denn wir vom Wissenschaftsladen wollen in Niedersachsen Bildung dafür betreiben, dass es besser funktioniert, als es derzeit funktioniert. In Anknüpfung an die heutige Veranstaltung würde ich glatt noch eine Leitfrage mitnehmen, die ich womöglich an dem Abend noch aufgreife. Gibt es ein richtiges Handeln, fairer Handel im falschen Kapitalismus? Fragezeichen. Wir werden sehen, welche Gedanken wir dazu haben. Wir werden Gäste haben. Und ich mache mich morgen daran, den Ablaufplan neu zu aktualisieren und dann kriegt Annika den. Wer sich online zuschalten möchte, sollte mir eine Mail schicken mit Anmeldung @wissenschaftsladen-hannover.de und dann gibt es einen Link am 17.11. vor 17 Uhr, damit wir um 17 Uhr beginnen können. Die Veranstaltung wird circa 2,5 Stunden dauern. Okay, super. Danke dir, Felix. Und voll schön zu hören, dass du eine Inspiration von heute mitnimmst in die Veranstaltung. Das freut mich sehr. Dann abschließend würde ich noch Christine bitten, kurz etwas zu ihrer Veranstaltung zu sagen. Ja, also von diesen drei Veranstaltungen ist unsere Veranstaltung, also ich mache das zusammen mit Patricia, die vielleicht jetzt auch winkt, und Jana. Von der Initiative auf der Suche nach einem tragbaren Lebensstil. Wir machen den Workshop Fashion for Future. Was kann man da überhaupt tun? Was kann ich selbst tun? Ursprünglich wollten wir mit euch Hameln ein bisschen unsicher machen und da prüfen, wie, was die Läden in Hameln, was die in Richtung nachhaltigerer Mode so auf dem Kasten haben. Das machen wir jetzt nicht. Also wir beschäftigen uns gemeinsam mit euch, die sich dann hoffentlich auch anmelden zu dem Workshop am 14.11. zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr mit Verhältnis zu Mode, auch Hintergründe des Bekleidungsmarktes. Und wir kommen auch auf eine mögliche Lösung zu sprechen, nämlich das sogenannte Lieferkettengesetz. Da haben sicherlich schon viele von euch davon gehört. Und es geht auch darum, persönliche Strategien zu entwickeln. Also wie gehe ich selbst mit dem Dilemma um, was ziehe ich denn nur an, wenn es alles eigentlich unfair und unökologisch produziert ist. Also wie finden wir da so einen Mittelweg zwischen der politischen Aktion
fürs Lieferkettengesetz und dem eigenen Leben, also den eintragbaren Lebensstil sozusagen. Jo. Genau. Also Anmeldedaten sind auch auf der Seite. Das ist ja alles chronologisch geordnet. Also ich freue mich auf diejenigen von euch, die Lust haben, und wünsche euch allen eine hervorragende Zeit beim Weltwechsel. Ja, danke schön, Christina. Ja, genau. Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Einblick in zumindest drei der Veranstaltungen, und natürlich hier sitzen in dieser Runde auch noch mehr Veranstalter und Veranstalterinnen. Leider könnt ihr jetzt nicht alle zu Wort kommen, dafür reicht die Zeit nicht. Annika hat gerade noch mal den Link zur Weltwechselseite und zum Online-Veranstaltungskalender gepostet. Da könnt ihr euch immer aktuell informieren, welche Veranstaltungen in welchem Format stattfinden. Ja, ich verabschiede mich jetzt hier auch schon mal und bedanke mich nochmal bei euch allen, dass ihr dabei wart und wirklich so viele Menschen hier dabei waren. Das freut mich total, dass wir jetzt so in die Veranstaltungsreihe starten können, und würde dann jetzt abschließend nochmal das Wort an Annika übergeben. Ja, danke schön. Ja, auch nur noch ein ganz paar abschließende Dinge. Nana hat gerade schon gesagt, die drei Menschen, die sich vorgestellt haben, sind Teil von 57 oder paar 50 Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen stattfinden, die ihr online findet. Wir versuchen als VEN das Ganze so ein bisschen zu klammern, also dadurch, dass jetzt alles ins Internet verlegt wurde, haben wir so ein bisschen die Sorge, hoffentlich unbegründet, dass es mit der Vernetzung und der Begegnung schwieriger ist, dadurch, dass wir uns persönlich nicht physisch begegnen können. Und deswegen haben wir uns ein Konzept oder ein zusätzliches Veranstaltungsformat nochmal überlegt, bei dem wir zusammenkommen mit Kaffee und Kuchen. Und zwar würden wir gerne uns jeweils sonntags, das heißt jetzt an diesem Sonntag am 8. November und auch am nächsten Sonntag am 15. November von 15 bis 16.30 Uhr mit allen, die Lust haben, treffen, mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee vor dem Bildschirm und wieder einsteigen in Diskussionen, Fäden wieder aufnehmen, vielleicht jetzt zum Beispiel von der Auftaktveranstaltung, vielleicht aber auch von dem, was in den nächsten Tagen diskutiert und erlebt. Und Nane postet da gleich nochmal, oder hat sie vielleicht schon, das kann ich gerade nicht sehen, super, den Kontakt dafür. Also schreibt uns da einmal, damit wir euch den Link zuschicken können, und das wäre total cool, wenn ihr da Lust drauf habt. Genau. Ansonsten, das Ende der Klammer ist dann am 21. November, einen Tag bevor tatsächlich die ganze Reihe wieder zu Ende ist. Wir wollten ursprünglich eigentlich in Braunschweig mit euch allen groß feiern. Irgendwann war klar, dass das Großfeiern vielleicht gar nicht so geht. Jetzt ist klar, feiern physisch geht sowieso gar nicht. Wir sind aber gerade dabei, das Ganze online zu gestalten, und ich habe heute nochmal telefoniert mit einem Menschen von der Gruppe Sieben Wiesen. Das ist eine Impro-Theatergruppe aus Münster, die gerade dabei sind, für uns online ein neues Online-Format zu testen, das sie noch nie gemacht haben, worauf sie große Lust haben. Und ich habe da auch große Lust zu, und wir. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir starten am Samstag, den 21. November, auch um 16 Uhr. Auch dafür schreibt uns einmal eine E-Mail an weltwechsel@vn-mbs.de, und dann werden wir hoffentlich dezentral alle feiern und eine gute Zeit haben. Genau, und zu ganz guter Letzt sozusagen möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir nicht die einzigen sind, glücklicherweise, die gerade in diesem Moment und in diesem Monat eine Veranstaltungsreihe zu globalen Gerechtigkeitsthemen durchführen. Es gibt nämlich auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Format, von dem wir auch ein bisschen abgeguckt haben. Das gibt es dort schon seit vielen Jahren, heißt interessanterweise auch Weltwechsel. Ihr dürft raten, wer von wem den Namen genommen hat. Das ist alles abgesprochen natürlich. Auf jeden Fall, die haben in diesem Jahr das Motto grenzenlose Solidarität und haben auch sehr, sehr spannende Veranstaltungen, auch natürlich online jetzt. Und das ist natürlich der Vorteil, weil so könnt ihr von eurem Sofa oder Schreibtisch oder aus dem Garten sowohl niedersächsische als auch Mecklenburg-Vorpommersche Veranstaltungen nicht angucken. Genau, den Link dazu poste ich euch gleich auch nochmal. Und dann wäre ich durch und
Genau, gebe jetzt einfach nochmal zum Schluss an Lea und danke euch für den schönen Abend. Ich fand es sehr spannend und freue mich, euch wiederzusehen.